Und damit seid grüßt. Willkommen zurück zu einem neuen Part. Dort bei der Brunja, da musst du kurz überlegen. Mit dem Rufus als Kids verkleidet, mit dem Zwergenfürst. Willkommen zurück, meine lieben Zwerge, genommen, aber zu Tengelung. Auf geht's. Wir sind im letzten Part hier hinausgetreten. Fußabtreter. Die scheinen hier großen Wert auf Reinlichkeit zu legen. Die Fußmatte ist ja so sauber, dass man davon essen kann. Wir haben Kaffee. Den können wir vielleicht auf den Fußabtreter legen. Hoppla! Ui. Er sagt, wir können davon essen. Meine Herren, wir haben allen Ernstes einen extra Roboter, der die Fußmatten putzt. Putzbot. Oh, so einen hätte ich aber auch gerne. So als Haustier. Der ist niedlich, macht keinen Dreck, macht sogar Dreck weg. Und er hat einen Getränkehalter. Was ein putziger Putzbot. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Cool. Putzibot. Geh hinein. Ach du Schreck. Wir verirren uns hier noch. Wir werden uns wahnsinnig verirren. Ach du Schande. Wir finden hier nie wieder zurück. Den Gang entlang. Wir kommen hier nie zurück. Also die Ecke habe ich doch schon mal gesehen. Das stimmt. Durch die Tür. Hier lang. Ich hoffe, wir merken uns, wo wir angekommen. Oh wei. Ich will mich hier nicht verirren. Ich habe mich wahrscheinlich schon jetzt verirrt. Keine Frage. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Okay. Über die Brücke. Durch die Tür. Aha. Wir sind wieder zurück. Der Wahnsinn. Tja. Hier finden wir uns selbst nicht zurecht. Becher, Kaffee. Können wir dem hier... Ist das da wirklich ein Getränkehalter? Ist ja irre. Getränk hinein. Haben wir den Becher nicht mehr. Oh, so einen hätte ich aber auch gerne. So als Haustier. Der ist niedlich, macht keinen Dreck, macht sogar Dreck weg. Und er hat einen Getränkehalter. Okay. Ah, ich hole mir einen neuen Becher. Auch gut. Ich hab da so eine Idee. Okay. Jetzt putzibot hier unten. Oh, so ein hätte ich aber nie. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Sauber. Das trifft's wohl am besten. Nicht doch im Inventar. Nennt mich einen eitlen Gecken, aber ich möchte keinen braunen Fleck auf der Hose haben, wenn ich auf Elysium ankomme. Tja. Da kommt er wieder her. Vielleicht... Im toten Winkel des Sisyphos. Eine Installation von Ruffuel Ruthbrand, dem großen Kritiker der modernen Leistungsgesellschaft.
Okay. Jetzt haben wir den Becher zerbeult. Zerstochen. Um genau zu sein. Und jetzt tun wir hier Kaffee raufschütten. Jo. Ah, sehr schön. Eine Kaffeespur. Eine schlinkernde Kaffeespur. Das ist sehr gut. Und er fährt ja hier hin. Er kommt ja direkt hier hin. Das heißt, wir müssten jetzt eine Wegmarkierung haben. Jetzt können wir hier eigentlich über die Brücke. Mal schauen, wie wir hier hinkommen. Da haben wir eine hübsche Markierung, die uns direkt zu ihm führt. Den Gang entlang. Hinunter. Oh. Hey, was tust du da? Die Spur wegwischen. Kein Mist. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Mist. Scheint nicht geklappt zu haben. Da kommt der Bot zurück. So finden wir den Computerkern nie. Durch die Tür hindurch. So finden wir nie zurecht. Da sind wir wieder am Start. Ja, aber wie? Kaffeebecher. Sein Kaffee ist alle. Da werde ich lieber mal was nachfüllen. Sehr gut. Nicht doch. Das ist ein Kunstwerk. Da darf man nicht dran rumpopeln. Ich habe da eine Idee. Also wenn ich jetzt was hinschütten, dann kommt er daher. Und macht ihn, aber der kommt dann wieder zurück und dann. Das ist nicht gut. Aber wenn wir jetzt, wenn wir den Kaffee auffüllen, vielleicht können wir den Kaffee auffüllen, wenn er dort ist, angekommen ist. Und dann wieder zurückrennt. Zurückfährt. Sein Kaffee ist alle. Da will ich gut. Lieber mal was nachfüllen. Dann verstärkt er seine Spur. Der hinterlässt wieder eine eigene Spur. Sehr gut. So, jetzt hier mal hinklettern. Hinklettern. Und hinterlässt er ja. Er wischt vor sich her, aber hinter sich hinterlässt er ja wieder eine Spur. Das ist sehr gut. Sehr gut, jetzt finden wir den Weg. Jetzt dürfen wir den Weg finden. Sehr gut. Ein Putzibot, der. Ich könnte schwören, dass die Tür vorhin woanders hingeführt hat. Da hat der Innenarchitekt offenbar Mist gebaut. Oder der Programmierer. Spielentwickler. Und da sind wir da. Ich sag ja, ich bin ein Genie. Ach, ja, unkommenschaftsfreigeschaltet, Kaffee-Junkie. Ich hab bloß ein Sightseeing. Du wolltest das Überwachungsvideo aus unserer Kabine löschen, das dich ohne Kostüm zeigt, richtig? Was? Nein. Du brauchst mir solche Sachen nicht zu verheimlichen. Egal, was du ausgefressen hast, wir sind jetzt ein Team. Echt jetzt? Dann darfst du also auch wissen, dass ich meine Fußnägel über deine Müsli geschnitten habe? Okay, darüber sprechen wir noch. Lass uns jetzt erstmal schauen, wie wir an diese Videodaten kommen. Ja, gute Idee. Hier wimmelt es bestimmt nur so von Sicherheitssystem. Das ist nicht so gut, ne? Der Alarm ist noch nicht ausgelöst worden. Wahrscheinlich sind wir sicher, solange du nicht an den Terminals herumspielst. Und was mache ich jetzt? An den Terminals herumspielen. Vielleicht kann ich so unbemerkt an ein Terminal gelangen. Na, das sollte doch kein Problem sein. Die Kameras lieben mich. Ich bin ja auch der fotogenere von uns beiden. Ach, du Schreck. Aha, ich glaube, ich kann die Kameras ablenken. Offenbar können sie sich nur im 45-Grad-Winkel bewegen. Wenn du an der Wand entlang läufst, folgen sie dir. Ein Klacks für mich. Ich muss zuerst zu dem Terminal da links. Sag Bescheid, wenn du den Weg freigemacht hast. Okidoki. Da ist ja ein guter Feld drüber.
ein großer Firestorm bei dem Terminal. Und die Musik, die ist ja awesome. Nö. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Jetzt müssen wir für Gold den Weg frei machen. Ob das mal was wird? Nö. Hast du recht. Es wird wahrscheinlich nichts. Das glaube ich auch. Nö. Ach du Schande. Das wird ein Rätsel. Okay, der Weg ist ja hier fast frei. Nö. Nö. Okay. Die Grüne müssen wir noch ablenken. Nö. Hier ist jetzt eigentlich frei. Und wird die Grüne jetzt hier weglenken? Ist hier zumindest frei. Die Blaue müssen wir jetzt noch ablenken. Verdammt. Die Blaue guckt jetzt noch dorthin. Nö. Doch, die guckt dahin. Garantiert. Jetzt ist der Weg frei. Donner. Los geht's. Jetzt. Sehr gut. Der erste Weg ist geschafft. Jetzt muss ich hier rüber. Und dann wahrscheinlich dort rüber. Also jetzt müssen wir hier den Weg hier frei machen. Nö. Doch, den müssen wir hier frei machen. Den Weg müssen wir. Das muss, damit sie durch kann. Die Blaue muss auf jeden Fall weg. Na, dreh dich weg. Und der Blaue muss auch weg. Doch, der Blaue muss weg. Ganz weg. Okay, jetzt die Orangene. Das ist die hier, oder was? Nö. Doch. Nö. Doch. Nö. Doch, Rufus. Doch, das wird sie sein. Okay. Wenn ich jetzt hier hindrehen. Wir müssen hier nur einen geraden Weg frei machen. Doch, wir müssen hier einen geraden Weg frei machen, damit sie hier lang kommt. Ich will hier nicht mit dir diskutieren, Rufus. Okay. Nö. Die war, glaube ich, schon gut so. Welche ist hier für Orange zuständig? Wollen wir das hier wegdrehen? Aha. Jetzt hier entlang. Ich vermute, das Orange ist eine Mischung aus vielen anderen. Ja, da färbt sich's rot. Das Gelb und Blau wahrscheinlich. Oh wei. Nö. Sieht schlecht aus. Okay, ich glaube, die brauchen wir wirklich da drüben. Leuchtet nur noch die hier drauf, die leuchtet glaube ich hier genau. Und die violette hier. Gut, jetzt haben wir das dort gelb. Jetzt nur das gelb von der. Mist. Wir müssen die gelb hier ablenken.
Ist das Feld dort frei? Nö. Okay. Sieht gut aus. Wenn wir jetzt noch die Gelbe abgelenkt kriegen, dann haben wir Platz frei. Sehr gut. Jetzt Goal. Goal! Jetzt! Das läuft doch super besetzt. Und jetzt einmal hier rüber. Das heißt... Die sollte da schon mal bleiben. Nö. Doch. Bin ich mir sicher. Wie die roten, den grünen und den roten muss ich wegkriegen. Ich finde es lustig, dass sich die verfärben, dass da eine Farbmischung stattfindet. Okay, welche sind jetzt hier? Die sind gerichtet. Die können wir ja beide eigentlich so lassen. Ist ja wurscht. Nicht schlecht, dann haben wir hier den Weg frei. Oder wir kriegen irgendwie weiß gemischt. Das wäre so, das wäre lustig. Das wäre natürlich ein Weg, wenn wir jetzt irgendwie weiß gemischt kriegen würden. Vielleicht kriegen wir auch hier so den Weg frei, dass er so zickzack läuft. Sagen, die müssen noch wegdrehen. Ich gerade einen Weg hier versuche. Was leuchtet denn hier drauf? Das ist grün, das heißt, das ist blau und gelb. Nö. Doch, grün ist blau und gelb. Das kannst du mir glauben. So, wenn ich jetzt hier drauf stehe. Ist das nur noch gelb? Jetzt ist das weiß. Jetzt ist dieses Feld nicht mehr frei. Nö. So, wenn ich das jetzt hier entferne. Wir müssen das Violett hier wegkriegen. Ja, ich meine das Pink. Das kommt davon. Nö. Ich bin aber sicher, dass es davon kommt. Okay, jetzt haben wir hier einen violetten Fleck. Und jetzt die hierher drehen. Chaos auf der Tanzfläche. Hier ist jetzt rot. Das ist ganz schlecht. Nö. Okay, hier können wir keine umlocken. Ich kann versuchen, hier mal weiß zu mischen. Das ist eine Möglichkeit. Orange. Nö. Einfach alle hier drauf. Und es ist orange. Wie mische ich hier orange? Jetzt habe ich ja hier die Fläche frei. So wird es auch gehen. Jetzt hier rot wegnehmen würde.
nicht schaffen würde, irgendwie das Feld wegzunehmen. Oh wei. Nö. Sieht jetzt ganz chaotisch aus. Nö. Ich bräuchte mal jetzt nur dieses das Feld frei. Ja. Rotes Feld. Nö. Ja. Da sind jetzt gelb Lina und blau drauf gerichtet. Nicht Lina, sondern pink. Nee, das ist schlecht. Sandy wollen hier einen Weg machen. Okay, gelb wegknocken. Und dann bleibt gelb hier. Verdammt. Wir müssen nur noch pink loswerden. Nö. Doch. Jetzt ist die Fläche frei, aber jetzt, dafür haben wir jetzt hier pink. Das ist ja ganz blöd. Die lässt sich ja nur zweimal schwenken, oder? Können wir die schon mal losschicken? Paul, jetzt! Das funktioniert ja besser, als ich dachte. Uh-huh. Und es fetzt. Das bleibt hier stehen. Rufus, Rufus, Rufus. Rufus. Aber dann laufe ich doch mitten in die Kamera. Oh, stimmt. Entschuldigung. Bleib doch dort stehen. Verdammt. Wenn sie jetzt hier stehen bleiben würde, könnte ich die hinter ihr dicht machen. Nö. So, das Vignette kriege ich jetzt auch nicht wieder zurück. Vielleicht können wir hier den Weg wieder frei machen. Kannst einmal durchlaufen. Können wir sie von dem anderen Terminal wieder hinschicken. Wenn wir hier das Blau noch wegmachen. Jetzt! Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Das funktioniert ja besser, als ich dachte. Wie jetzt? Rufus! Ach, wir können die... Der Weg ist ja noch... Ach, warte mal, das hab... Okay, jetzt steht sie hier. Das ist gut. Warte. Wenn wir jetzt hier... Nö. Das können wir nur noch... Jetzt müssen wir nur noch Rot und Grün entfernen. Nicht Rufus! Aber bei... Jetzt steht sie falsch. Grün entfernen. Nö. Wir müssen gelb da wegkriegen. Es bleibt auf der Tanzfläche. Wenn ich jetzt eine Kamera auf sie lenke, dann ist das ganz blöd gelaufen. Das wird man tun nicht vergleichen. Tun nicht vermeiden. So. Da ist frei. Jetzt Lila weglenken. Violett, pink meine ich.
Dann müssten wir es doch hier. Los, Goal, jetzt. Jetzt! Sehr gut. Dann war's doch.